Heute mache ich zwei Gerichte im Eintopf in Dutch Oven. Eisbein oder Haxen mit Bauerntopf. Diese Kombination aus zwei Gerichten, das war sehr, sehr lecker, nur zu empfehlen. Hallo, ich heiße Waldi und Sie sind herzlich willkommen auf meinem Kanal Grilljigit. Let's go! Zwei große Eisbein, die wurden durchgeschnitten, extra für mich. Ich habe jetzt einer oder zwei Eisbein und zwei Mini-Haxen. Und muss man mit so einem scharfen Messer Haut durchschneiden, damit die Würze alle im Fleisch eindringen. Entlang und quer. Und so sehen zwei kleine Mini-Haxen aus. Marinade. Erstmal natürlich salzen. Zwei Teelöffel. Von jeder Seite einer Teelöffel. Dann großzügig schwarze Pfeffer. Frisch gemahlene schwarze Pfeffer. Von beiden Seiten natürlich. Und jetzt ein bisschen Massage. Massage tut immer gut. Nächste Zutat, frisch gemahlene Kreuzkümmel. Ungefähr einen Teelöffel, muss man nicht übertreiben, weil Kreuzkümmel intensiv nach Geschmack und Geruch. Einen Teelöffel, genug. Und natürlich von allen Seiten. Mehr natürlich, wo die Fleisch ist. Und dann ungefähr 3-4 Knoblauchzehen. Klein schneiden und dann wieder anreiben. Wenn Sie sehen, diese zwei, würde ich sagen, Eisbeinscheiben, habe ich nie geschnitten, Haut nie geschnitten. Lassen wir so. Am Ende sehen Sie nachher, wie aussehen Sie nachher. So, jetzt Paprika. Einer Teelöffel bei jeder Seite. Und wieder anreiben. Wieder machen wir Massage. Massage tut, wir wissen selber, für Menschen, für Tiere und für Fleisch ist auch gut. Letzte Striche Marinade. Beschließbare Behälter. Gemüsezwiebeln, 3 Stück, klein oder groß schneiden ist egal. Wichtig ist, dass Gemüsezwiebeln einfach zusammenpressen, damit der Zwiebelsaft austritt. Und dann verteilen wir einfach Zwiebel zwischen Eisbein oder Eihaxen, damit jeder Haxe oder Eisbein Zwiebelsaft bekommt. Das ist sehr wichtig. Und 24 Stunden im Kühlschrank. Am nächsten Tag ist soweit, Fleisch ist perfekt mariniert, ist das Fleisch grau geworden im Eisbein oder im Haxe, da sieht man, es ist ein bisschen grau geworden, dann heißt das, ist perfekt mariniert wurde. Haxe sind mariniert, aber wir müssen die sauber machen, das heißt, wir müssen Zwiebel entfernen. Und Zwiebel natürlich, wir schmeißen das nicht weg. Diese Zwiebel wir benutzen hier für Bauerntopf. Der ist perfekt mit Gewürzen, ja, ist perfekte Zwiebel dafür. Aber Haxe muss man ohne Zwiebel, sonst, ich vermute, ihr verbrennt das. Naja, zwei große geräucherte Wurst. Ich habe jetzt Cabanossi ausgewählt, die sind eigentlich sehr lecker in diesem Gericht gewesen. Weil ich mache diese zwei Gerichte in einen Topf im Dutch Oven, natürlich ich brauchte Briketts, Grillbriketts. Erstmal natürlich lassen wir ihn richtig glühen. Und dann kommt das Dutch Oven Topf. 9 Liter FT9 von Petra Max. Nächstes, ich brauche das Butterschmalz. Aber nicht so viel wie ich jetzt. Ich habe jetzt halbe Eier entfernt. Und heiß natürlich machen. Und ganz wenig erstmal Wurst anbraten. Jetzt kommt da unsere perfekt marinierte Zwiebel rein. Ist braun. Ja, dafür ist es sehr gut geeignet. Und jetzt 5 große Möhren. Ich muss nicht unbedingt zeigen, wie ich das geschnitten habe. Einfach wie ein Würfel schneiden, nach Lust und Laune, wie ich es schon immer sagte, groß oder klein. Und dann halbe Knolle Sellerie. Auch so im Würfel schneiden. Auch groß oder klein. Und kurz anbraten, beide. Natürlich. Jetzt Buschbohnen. Auch so, ja, 3 cm aber geschnitten. Da kann man ein ganzes sogar lassen. Eine Stange Lauchzwiebel auch grob schneiden. Weil ich mache einen Top-Bauer-Top. Es muss nur frische Gemüse sein, kein Dosengemüse. Aber Tomaten, gute Tomaten zu finden, ist schwierig. Darum habe ich entschlossen, mindestens eine Dose zu verwenden,
geschälte Tomaten. Ich weiß, die sind richtig reif. Das sieht man sogar. Und dann einer Esslöffel Paprika. Und jetzt ca. 100 oder 150 bis 200 ml heißes Wasser. Keine Brühe. Keine Gemüsebrühe, keine Rinderbrühe, keine Hühnerbrühe. Top mit Naye. Lecker und deftig. Einfach heißes Wasser. Und dann zwei Lorbeerblätter und eine Chilischote. Natürlich Salz nach Geschmack. Ich habe jetzt ungefähr 2 Teelöffel erstmal. Und dann schwarze Pfeffer. Weil ich weiß das, diese Chilischote ist nicht scharf genug. Ich habe noch ein wenig heißes Wasser dazu geben. Ja, ein paar Tropfen mehr und erreichen wir erstmal. Und jetzt Haxen, Eisbein kommt rein. Mit Schwarte nach oben. Die große Teil von Schwarte muss nach oben. Erstmal. Und jetzt süß scharfe Soße für Eisbein oder Haxen. 2 Esslöffel Öl, Olivenöl oder Sonnenblumenöl. 2 Esslöffel scharfes Senf und 2 Esslöffel Honig. Das war's. Und ein Pinsel einfach. Von oben die Schwarte. Damit die Schwarte nachher schöne Farbe bekommt und geschmacklich wird. Viel, viel besser. Deckel zu. Ich verwende 24 Briketts, 8 unten und 16 oben. Und lass mir erstmal eine halbe Stunde kochen. Die halbe Stunde ist vorbei. Wie immer Deckel auf zur Seite und schauen, was passiert das. Oh, da passiert da schon was. Richtig andampfen. Nächstes. Jede Achse oder Eisbein umdrehen. Mit anderer Schwarte, anderer Teil von Schwarte nach oben. Und wieder ein Pinsel mit dieser süß scharfen Soße. Und Deckel zu und warten wir noch 30 Minuten. Wir müssen ein bisschen arbeiten. Wieder eine halbe Stunde vorbei, machen wir Deckel auf und zur Seite und da läuft das schon viel besser wie bei erstes Mal. Erstmal Haxen und Eisbein entfernen. Wir machen auch parallel auch Bauertopf. Und Bauertopf ohne Kartoffel, das ist kein Bauertopf. Jetzt Kartoffel, 5 große Kartoffeln grob schneiden, festkochendes und eine große Paprika. Auch grob schneiden. Lassen wir rein und dann wieder Haxen oder Eisbein mit größten Teil Schwarte nach oben. Jetzt grille mit Haxen. Nie vergessen, letztes Mal wieder ein Pinsel mit dieser süß scharfen Soße. Machen wir Deckel zu und ich habe zusätzlich 10 Grillbriketts angezogen. Wie ich schon sagte, wir müssen jetzt Haxen grillen. Das heißt, von oben muss man mehr wie möglich Hitze sein. Jetzt haben wir eine Stunde, wir können ausruhen. Und wie immer, eine Stunde ist ganz schnell vorbei. Aber was ist das Gute, ist, dass unser Gericht ist fertig. Es ist wunderbar geklappt. Riecht gut, sieht gut, Eisbahn, Bauerntopf und so eine Mini-Haxe. Lecker. Und jetzt beste Teil von diesem Video probieren. So eine Scheibe von Eisbein. Die Farbe gegrillte Eisbein. Super. Super, super lecker. Und sieht so aus. Perfekt. Und die Knochen. Schauen wir, was passiert mit den Knochen. Da könnte man ganz normal ein bisschen. Ja. Jetzt ziehen wir einfach Knochen von Fleisch und dann Bauerntopf oder Bauertopf. Bauertopf ist ein minimal deftiges Gericht, aber die Bauer, die arbeiten hart und mit Salate kommst du nicht weit. Du brauchst was Deftiges. Oder ich sage, so fettig war das auch nicht, aber geschmacklich, das ist eine Bombe, wirklich ist das sehr lecker. Bauertopf und dann ein Stückchen Fleisch von Eisbein oder Haxe. Diese Kombination ist das 100%iges
Wahnsinn oder Bombe. Da kann man nur empfehlen, nur empfehlen. Und dieses Stückchen muss ich unbedingt probieren. Ja, wie lecker ist das? Ja, ihr sagt das auch. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt Bauerntopf. Es war so heiß, ich habe jetzt minimal Zunge verbrannt, aber es war so lecker. Ihr könnt nie aufhören zu essen. Kartoffeln, Gemüse, Brühe. Es ist nicht deftig. Es ist super lecker, aber nicht deftig. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Bleibt ihr unbedingt gesund. Und besuchen Sie wieder meinen Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Eure Grilljigit.